Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ich glaube, dass die Zuschauer ein spannendes Spiel gesehen haben. Ein schönes Spiel, wo gut Feuer drin war. Was am Ende, glaube ich, gerecht mit 1-1 ausgegangen ist. Weil, glaube ich, auf beiden Seiten genügend Chancen da waren, um das Spiel für sich zu entscheiden. Das ärgert mich sehr, aufgrund dessen, dass wir die letzten zwei Spiele ja ohne Gegentor bestreiten konnten, haben wir uns dann da wieder ins eigene Fleisch geschnitten. Ich glaube, das war eine Fehlerkette von mehreren Leuten. Fehler passieren leider. Wir haben es versucht, irgendwie gemeinsam auszubügeln. Das Wichtigste war aber, dass wir uns nach dem Gegentreffer jetzt nicht irgendwie in die Hose gemacht haben, sondern einfach weitergespielt haben, als ob nichts gewesen wäre. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Als ich gekommen bin, habe ich nicht gedacht, dass es wirklich so gut läuft für mich persönlich. Vom ersten Tag an wurde ich super aufgenommen. Ich kannte ja natürlich alles auswendig hier noch. Ja, dann sind wir sehr, sehr gut gestartet. Ich habe mit Marco natürlich auch einen alten Weggefährten hier bei mir. Das Arbeiten macht richtig Spaß. Ich fühle mich super wohl und das sieht man, denke ich, auch in meinen Leistungen. Und natürlich versuche ich das jetzt in der Rückrunde genauso fortzusetzen. Doch, ziemlich stark. Hätte ich nicht erwartet, gerade als Aufsteiger. Die spielen eine richtig gute Saison, haben auch, glaube ich, so noch nicht wirklich einen richtigen Negativlauf gehabt. Also wirklich gute Mannschaft, schweres Spiel, schönes Stadion und für uns natürlich auch wieder eine Riesenmöglichkeit, weil wir die mit einem Sieg überholen können. Und ich glaube, das ist auch nicht ganz unmöglich. Ja, jede Serie reißt ja irgendwie mal, ne? Ich glaube, dass das den Duisburgern auch bewusst ist, dass sie von uns überholt werden können. Daheim ist es ja für eine Mannschaft auch nicht immer ganz so einfach. Wir tun uns auswärts wesentlich leichter, also zur Zeit. Deswegen glaube ich, dass wir einfach nur an den letzten Leistungen anknüpfen müssen. Und dann habe ich eigentlich keine Bedenken, dass wir dort 3 Punkte holen können. Ja, das ist so gekommen durch einen alten Freund in München. Das war unser Nachbar. Der hatte schon so eine Leidenschaft fürs Grillen, für ja, sämtliche Variationen. Und ja, wir haben uns ganz gut angefreundet, da ich natürlich auch sehr, sehr gerne mal was esse. Hat mich das dann auch gepackt, habe mich dann da auch irgendwie mal reingefuchst, ja, habe sogar mal mit meinem Vater zusammen einen Grillkurs gemacht. Ja, und es macht mir echt riesen Spaß, gerade mehrere Leute zu bekochen, dass man zusammen am Tisch sitzt, Spaß hat, ein gemütliches Bier trinkt und die Leute dann auch sagen können, Mensch, Diego, hast du echt gut gegrillt, wir kommen wieder. Ja, nee, doch, ist wirklich eine Leidenschaft geworden. Alles tatsächlich. Wer es nicht glaubt, ich habe tatsächlich auch die Idee mal gehabt, Salat zu grillen. Das habe ich bei dem Grillkurs zum Beispiel gelernt. Von daher kommt wirklich von Salat bis Fleisch bis zur Wurst, sogar eine Pizza mache ich im Grill. Ich tobe mich da sehr, sehr gerne aus, aber so die Leibspeise ist schon so ein schönes Iberico. Da braucht man auch gar keine Beilage mehr dazu, weil es sehr, sehr gut schmeckt.